Ob er jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Feiertag und so früh aufstehen, ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Aber der Sebastian, der ist schon wieder voller Ding, der sprüht schon wieder voller Euphorie. Denn heute machen wir das YouTube Fishing Channel Battle. Ja, ist ein bisschen kopiert, aber das macht ja nichts. Entschuldigt mein Aussehen, ich habe vergessen, mir den Yeti aus dem Gesicht zu prügeln. Ich wollte mich noch rasieren, aber Mist, ey. Ist egal, dafür kriegen heute die Baden-Baden-Jungs auf den Sack. Denn wir haben heute einen Wettkampf gegen die beiden, beziehungsweise gegen Timo von Baden-Baden und unseren gemeinsamen Freund Dominik, der da ebenfalls bei ist. Der hilft bei Baden-Baden aus. Wollte eigentlich erst verangeln mit Stilangeln, aber der Sebastian ist jetzt dabei, der für mich mitangelt. Ich glaube, nach der letzten Folge kommt das auch ganz gut. Auf jeden Fall. Denn er sagt gerne auf jeden Fall und hat Hechtemurin. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, und jetzt wird unser Ritual gepflegt. Wir holen uns Frühstück. Energy ebenfalls ab in den Hals damit. Und dann sind wir nachher vielleicht ein bisschen fitter, als wir jetzt sind. Wir sind jetzt angekommen an der Stelle, wo wir uns mit den Madenbadener Jungs treffen wollen. Der Timo ist noch nicht da. Also der hat sich wohl verspätet. Aber das wundert mich nicht. Vielleicht ist er aufgestanden und hat gedacht, scheiße, ich lege mich wieder hin, das wird nichts. Er hat zwar seinen Joker Dominik dabei, der ihm da wohl einiges rausreißen kann. Vor dem habe ich definitiv Respekt, was das Können angeht. Timo ist ein Flachpfeif. Timo, wenn du das hier liest, ich habe meine Nummer gewechselt. Nein, alles Spaß. Wir müssen uns so ein bisschen necken. Wir haben uns alle lieb. Wir gehen gerne gemeinsam angeln. Aber heute gehen die beiden gerne baden. Heißen ja nicht umsonst Madenbaden. Also in dem Sinne. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind heute bei der allerersten Folge des Battles. Das heißt, wir von Angeln mit Stil laden andere YouTube-Kanäle an, die es drauf haben oder nicht, um gegen uns zu angeln und sich von uns ordentlich nass machen zu lassen. Nein, wir haben natürlich faire Regeln dabei und wollen gegeneinander eine schöne Partie machen. Und am Ende des Ganzen gewinnt nicht einer, sondern es verliert einer die Schande. Schande! Schande! Was die Schande ist, wird sich bei jeder Folge anders zeigen, aber es wird auf jeden Fall unangenehm für die beiden. Ja. Dennis hat uns eingeladen, wir dürfen heute das erste Mal dabei sein. Ich habe Marcel nicht dabei, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Den wohl besten Angler, den ich sonst so kenne, Dominik. Ich habe den Sebastian Katz dabei, der schon die letzten beiden Wochen dabei war. Und dass der Sebastian es, was Hechtangeln angeht, im Urin hat, das haben wir in der letzten Folge gesehen, denn da haben wir einen schönen 1,9 Meter gefischt. Bei den Regeln haben wir es ganz einfach gehalten. Der Zentimeter zählt, beim Hecht ist es mal 1, beim Zander ein Faktor mit 1,3 und beim Barsch mit 1,6. Es gelten von jeder dieser drei Sorte die drei größten Fische pro Team. Da wir uns in den Niederlanden befinden und wir dessen Kultur nicht nur wertschätzen, sondern uns auch daran halten, ist striktes Catch and Release angesagt. Das heißt, wir werden alle Fische zurücksetzen. Wir sind ein wenig flexibel, was die Angelei angeht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Das bedeutet, wir angeln mit folgenden Ködern. Wir können Deadbaiting mit Köderfischen. Alle regulären Köderfische und Meeresköderfische sind erlaubt, die auch gesetzlich erlaubt sind. Der Wurm als ebenfalls weiterer Naturköder an der aktiv geführten Route gilt ebenfalls und selbstverständlich gelten sämtliche Kunstköder, die hier erlaubt sind. Erlaubt sind zwei Angelrouten. Eine mit Pose und eine mit aktiv auf Raubfisch ist auch erlaubt. Allerdings ist es immer wichtig, dass derjenige bei seiner Pose bleibt, um die ganze Zeit Auge zu behalten. Wir hoffen, dass wir heute einen richtig spaßigen Angeltag haben und die beiden natürlich richtig verkacken. Zieht euch warm an, ne? Also ich zeige euch schon mal das Logo der Gewinner, aber das seht ihr am Ende auch noch groß auf Dennis seinen Kanal. So, viel Erfolg. Ja, viel Glück, ne?
Zahl? Die beiden nehmen die Zahl. Also, wenn Zahl ist, dürfen die aussuchen, ob sie die ersten zwei oder die letzten zwei Stunden nehmen. Und wenn wir Kopf haben, sind wir dran. Kopf. Ich rieche Betrug! Ja. Betrug! Da fängt das Mimimi an. Und wenn wir den ersten Fisch haben, ist er auch Mimimi. So, Sebastian und ich haben uns vorher schon besprochen. Wir entscheiden uns dafür, die zweite Hälfte des Tages zu angeln. Die beiden dürfen anfangen. Ja, so klar. Ja, jetzt schon. Mir ist das egal. Ich habe ja kein Kleidchen angeehrt. Wir hauen niemanden in eine Pfanne. Nein. Wir auch kein Fisch. Wir werden niemanden in die Ruten werfen oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Wir bleiben fair. Wir bleiben immer fair. Ihr kennt uns ja mindestens halbwegs. Wir fair. Können auch fair gewinnen, so ist das nicht. Ne? Ja, hier traue ich das zu, aber es geht Timo auch. Timo es geht nicht darum, dass ja, weil du dabei bist. Es geht nicht darum, dass wir fair gewinnen. Wir gewinnen ja sowieso. Ja. Aber ist ja noch die Frage. Was war jetzt eigentlich die Schande? Schande! Haben wir uns eigentlich schon mal ausgedacht? Ja, da gehen wir in Boxershorts einkaufen. Und wir müssen uns dann noch irgendwie was suchen. In was Boxershorts auch einkaufen? Ja. Warum nicht direkt nackt? Hast du nicht die Pink Panther Boxershorts an? Weil dann FSK. Die beiden Jungs sind unterwegs. Die wissen schon anscheinend, um welchen Spot sie hinwollen. Sagten zu mir, ich kenne den Spot nicht, aber die wissen ganz genau, dass ich hier alles kenne. Also bin ich mal gespannt, wo die jetzt hinführen. Ich habe ein Gefühl, dass es sich um einen Wehr handeln wird. Und an diesem Wehr haben wir dieses Jahr noch gar nichts gefangen. Wir halten euch auf dem Laufenden und sind gespannt, wenn wir beide gleich unsere ersten Fische haben und die beiden weinen. Hast du, damit du dieses Duell gewinnst? Also, wir sind hier an einer Stelle, die die beiden ausgesucht haben. Von der weiß ich, dass dort viele Zander sind und ein Hecht. Aus dem Grund werde ich einen schönen kleinen Köderfisch nehmen, der zandergerecht ist. Muss ich gleich noch ein anderes Vorfach drauf machen. Und werde auf der anderen Seite mit einem Gummifisch angeln, um den Hecht, falls er denn hier in der Gegend ist, zu packen zu bekommen. Weil ich denke, dass wir mit der Gummifischroute den schneller zu packen bekommen. Sebastian wird parallel hingehen und mit großen Köderfischen auf den Hecht es auch gezielt drauf anlegen. Und dann schauen wir mal. Ja, also Dennis, der lauscht zwar schon wieder, aber unser Plan ist es jetzt erstmal eine Makrele und einen Rotwild anzubieten. Zusätzlich versucht Dominik hier mit Kunstködern Barsch oder sowas rauszuholen. Oder einen Zander und ich mit Dropshot einen Zander. Also das ist erstmal unser Plan. In der Zwischenzeit kommt Dennis schon wieder von hinten angeschlichen, wenn ihr euch mal umdreht. Und merkt, andere Seite, der ist schon wieder unserer Seite hier. Und versucht unseren Platz zu manipulieren! Wir müssen uns nicht immer wie Deutsche benehmen, nur weil wir Deutsche sind. Ist eine Drecksau. Und jetzt geht Dennis weg, damit ich euch weiter erzählen kann, was unser Plan ist. Ganz ehrlich, Dennis, findest du das nicht ein bisschen dreckig, was du da machst? Deine Route angucken? Anfassen. Ich hab an seinen harten Stock gepackt. Es wäre ja schön, wenn wir mal anfangen müssen zu angeln. Ich habe das Gefühl, dass die beiden die Taktik fahren, so lange ihre Sachen aufzubauen, dass unsere zwei Stunden Nettozeit am Ende flöten gehen. Denn die kommen nicht in der Pötte und wir warten und warten und warten. Müssen die Köderfische erst ausbrüten? So, das haben sie nicht. Vielleicht können wir damit den entscheidenden Punkt rausholen. Ja, dann mal los. Jetzt ein bisschen nervös, dass der Timo auf Dropshot einen Biss hatte. Weil hier haben wir nie Barsche gefangen. Wenn das jetzt der Fall ist, muss ich gleich ganz schnell umsatteln. Ja. Guck mal, jetzt wird Dennis schnell. Ja! Fuck! Was machst du denn? Ich kriege natürlich schon Panik. Der erste Barsch hier gleich gewesen wäre. Ärgerlich, der hätte aber keine 25 gehabt. Aber kann ich ja trotzdem im Glauben lassen. Da stellt er seine Traktik etwas um. Jetzt muss ich ihm mal zeigen, wie man den Fisch wirklich rauskriegt, wenn da einer ist. Vielleicht hat er auch einfach nur seine Tabletten vergessen. Muss man sehen. Ich war hier als erstes, also erzähl mir nicht, ich hätte deinen Spot gehabt. So. Dennis hat einen. Skala. Das Ding wäre,
Timo wäre jetzt hingegangen und hätte gesagt, der zählt. Wenn er den dran gehabt hätte. Ich glaube, Timo hat wirklich noch Tabletten gehabt, sonst hätten wir schon ein bisschen. Du hast doch gesehen, wie der ins Wasser gefallen ist. Oh. Alles klar, jetzt habe ich auch Kontakt gehabt, jetzt glaube ich ihm. Oder ich habe meine Tabletten vergessen. Ich finde das aber schon interessant, wenn ich sehe, wie Timo angelt, weil der angelt direkt verkehrt, um den Fisch zu haben. Er sollte es besser so machen wie ich. Ich zeige euch das. Oh, da ist der erste Fisch. Ich glaube, das mit der Skala können wir sein lassen. Der gute Mann ist zu klein. Aber ihr kennt ja meinen Spruch, ne? Ist der erste Fisch ein Barsch, ist der ganze Tag im Arsch, Dennis. Ja, da habe ich einen besseren Barsch gehabt und den leider verkackt. Und ich mache mich voll über Timo lustig. Was kommt davon? Ja! Ah! Der war besser. Das war kein Ast. Das war kein Ast, Alter. Ein Ast marschiert nicht ab, Junge. Hast du mich getreten? Das war ein Ast. Ich hab ihn dran, Timo. Ich hab ihn von dir dran. Den release ich bei Timo. Barsche petzen. Ist natürlich sehr klug, wenn ich da genauso angel. Da hinten bei unseren Köderfischen ist natürlich ordentlich Radau. Die machen da hier ordentlich Krach, damit wir ja nichts fangen können. Der Sebastian scheint sich darauf einzuspielen, dass Dennis hier was fängt und er bei uns Radau macht. Bist du ein bisschen behindert oder was? Was für eine Scheiße der labert. Klar, Sebastian macht gerade auch mit Köderfischen, die da einfach nur stehen. Nee, er hat neu eingeworfen. Oh, er hat neu eingeworfen. Aber ganz woanders. Der da gerade neu einwirft, ist aber Dominik mal davon ab. Kauf du denn eine Brille und nicht ich. So ein Heckenpenner, Alter. Timo hat definitiv Talent. Er findet für jeden Scheiß eine behinderte Ausrede. Oder murgelt sich das so zusammen, dass es für ihn passt. Der Stockfisch vorhin, das war dann der gute Barsch, den er dran hatte. Oh, er kocht schon. Er ist schon ganz rot. Zweimal an zu. Zweimal fing es an zu gehen unter Wasser. Ich werde jetzt mal einen kleinen Geheimtrick ausprobieren, der uns letzte Woche viele Bisse gebracht hat und der Timo nicht mitbekommen soll. So als vorgesehenes System war das große Kacke. Hau ab, guck weg! So als grobes System war das Kacke, aber gleich aber zweckentfremdet, indem ich das dem Köderfisch in den Arsch schiebe und das Aroma versprüht, hoffe ich mir, vielleicht den einen oder anderen Biss zu bekommen, so wie letzte Woche. Kannst du aber, dich... Aber nur, wenn ich das sehen darf, was du gerade hattest. Kannst du dich verpissen? Nein. Verpiss dich jetzt mal. Warum direkt so unverschämt und so unfreundlich? Was macht er? Ich wollte dir nur einen Keks anbieten. Dann kriegst du gar keinen mehr heute. Hier. Ich will den jetzt anstatt so rum, will ich den jetzt gerade anbieten. Aha, das habe ich auch schon. Kommst du jetzt erst drauf? Ja, genau, das ist mein Trick. Und ich werde zeigen, es klappt. Okay, dafür kriegst du auch einen Keks. Das ist lieb von dir. Ich mag keine Kekse, so nett bist du zu mir. Ja, gerne. Okay. Nee, ja, ich Keks. Nicht. Für die Zuschauer. Keks? Keks. Wenn du den danach isst? Nein. Wir haben jetzt 37 Minuten rum. Wir hatten zwei Wertungsbarsche, denke ich, dran. Ich ein, du ein. Schade, dass sie leider nicht rausgekommen sind. Der 20 cm Barsch von dir leider nicht gewertet. Aber wir versuchen jetzt an den nächsten Spot zu fahren. Dominik und ich, wir haben uns da was überlegt. Wir wollen jetzt erstmal Fisch fangen und fahren jetzt an eine Stelle, die Dennis garantiert nicht kennen wird. Ungefähr 220 km von hier. Ja. Damit wir... Und wir angeln mit Keks nur noch. Keks? Das ist so gut. Er läuft hier die ganze Zeit rum, anstatt zu angeln und fragt jeden, ob er einen Keks will. Ja, stimmt. Wo ist das? Die Spinnrute liegt die ganze Zeit daneben, nur eine Köfi drin. Aber ich hab die erst die ganze Zeit. So, leer. Wir fahren jetzt weiter und dann hoffen wir an der nächsten Stelle auf den Fisch. Dieses hier war einfach nur probieren, geht über studieren. Ist so, das müssen wir aber auch heute. Ja, aber es ist scheiß Wetter sowieso, finde ich. Mir ist es zu kalt für diese. Oh, das ist aber den Fischen egal. Ja. So, und wir holen uns jetzt einen Fisch und ihr fahrt mit. Los, ab, rein ins Auto. Adios. Ihr wisst ja, gemogeltes Image ist alles. Ich bin ja so lieb und geb den Timo ein paar von meinen Vorfächern ab, aber Timo ist ebenfalls ein Sportsmann, der hat mir auch Würmer abgegeben, also das wollen wir mal nicht so sein. Aber er gibt mir natürlich das Vorfach, was er gerade angeschnitten hat, wahrscheinlich. Ich noch nicht mal anrufen. Nein, alles gut. Woher weiß er das?
Und ich spiele gerne unfair bei solchen Dingen. Nicht wirklich unfair, aber so ein bisschen, wenn er zur Route rennt, Bein stellen und so, ist alles in Ordnung. Aber es darf niemals unfair gegenüber dem Fisch sein, deshalb schneide ich keine Vorfälle an. Gut? Ja. 27 cm und damit unsere ersten Punkte. Geil. Yeah. Der Kescher, ich habe noch den falschen Fisch vom falschen Team. Aber danke fürs Kescher, ne? Ja, der hat Maß. Und damit habt ihr mehr Punkte. Scheiße. Ich freue mich trotzdem. Ja, 66 Jahre. Ach ne. Oh Gott. Gib mir den Hechtschleim. Sauber, Junge. Da ist die Führung. Noch. Danke fürs Kescher, ne? 43-66 für die beiden. Ich geh runter. So, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun, wenn er die ganze Arbeit macht. Ich gönne es denen, weil da haben wir gleich mehr Spaß, wenn wir die richtig dick überholen. Ey, überholen! Der kann nicht mal mit seinem Audi überholen. Alter, bist du eine Drecksau. Hast du da drüben Barsch gefangen und... Und er sagt immer, ich spiele unfair, ne? Und fängt da hinten einen kleinen Barsch und schmeißt ihn bei mir rein, um meine Fische zu verwirren. Ist das ein unfairer Angler? Ich hoffe, als Karma fange ich jetzt einen 45er auf Dropshot. Weißt du was, ich fange jetzt selber bei dir von aus. Alter! Wir machen jetzt einen Spotwechsel. Wir haben für unsere Netto-Angelzeit 1 Stunde 10 Minuten rum. Ja, wir versuchen noch einen Zander zu fangen. Wäre natürlich schön, beziehungsweise Dominik versucht das. Ich werde mich wieder auf Barsch konzentrieren. Ist halt schwierig. Keine Ahnung, habt ihr bei Dennis gesehen, das sind halt alles Schniepel, die wir dran haben. Aber ein 25er Barsch kann jetzt aktuell für uns noch das Duell entscheiden. Wir versuchen das natürlich. 25er Barsch und vielleicht noch 60er Zander, das wäre echt schon eine Bank. Wenn die nichts fangen, wäre das natürlich super. Aber das Problem ist natürlich, in diesem Gebiet, wo wir uns aufhalten, kennt Dennis sich aus wie in seiner Westentasche. Jeden Spot kennt er, ohne Navigationssystem fährt er überall hin. Das heißt, er weiß ganz genau, was wir vorhaben. Und ist halt kritisch für uns. Und das Ding ist, der Dennis kann immer mit dem Barsch kontern, das kann er. Ja. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir irgendwie versuchen, Barsch rauszupulen an einer Stelle, wo wir keinen Barsch erwarten. Und er auch keinen Barsch erwartet. Und dass wir den Konter abwehren können schon mal vorher. Weil er wird in seiner Runde gleich wird er garantiert Barsch kontern und Barsch fangen. Und ich schätze mal, das wird mindestens ein 35er Barsch werden. Ja. So wie ich ihn kenne, jedes Mal hat er einen 35er Barsch und eine Kirsche hat er immer dabei. Aber wir müssen einfach nur das machen, was er auch macht, wenn er seinen Spot beangelt. Ja, wir müssen ihn halt bei ihm abgucken. Ist so. Und zusätzlich müssen wir halt durch Bonuspunkte kontern. Aber du hast ja gesehen, wie die das auch machen, ne? Dennis geht direkt ans Angeln und Sebastian kümmert sich um die Ringerrouten und das machen wir gleich auch so. Ich kümmere mich um die Köfi-Routen und du fängst direkt an zu angeln. Erster Spot, das ist wichtig, ne? Wenn da ein, zwei Fische beißen, dann ist schon zu Ende, dann ist der Spot abgeangelt. Ja, und dann fährt er wieder weiter, also dafür kennen wir ihn zu gut. Aber wir fahren jetzt zum nächsten Spot, ungefähr noch 5 Minuten und dann machen wir die fertig, oder? Aber hallo. Ganz so läuft es noch nicht für uns so, aber da sind wir trotzdem ganz guter Dinge, denn die beiden Jungs haben noch ihre 2 Stunden, die sind gleich aufgebraucht, 28 Minuten haben sie noch, die werden an einem letzten Spot angesteuert
Und wir hier rechts. Und wir sind ganz froh, dass die beiden Jungs genau diesen Spot ansteuern, denn den kennen wir besser. Sehr gut kennen wir den Spot. Den kennen wir eigentlich sehr gut. Da geht nicht viel, da geht ganz selten was. Aber wenn, dann richtig. Es ist aber schwer, die dran zu kriegen. Und das ist auch eine ganz, ganz zähe Nummer, da einen an Band zu bekommen. Aber um den an Band zu bekommen, das ist an der Stelle, da kannst du nicht einfach angeln wie normal. Da musst du wirklich sowohl Köderfisch als auch Gummifisch oder Dropshot musst du schon an der richtigen Stelle platzieren. Ich hoffe, dass Sebastian da vielleicht einen Zander zu packen kriegt. Aber Zander ist, glaube ich, heute eher Mangelware. Aber er weiß, wo er da seinen Biss kriegt. Und ich hoffe einfach, ein Hecht am Band zu kriegen oder mein 40er Barsch. Ist ein bisschen großkotzig hochgekocht, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich den nicht bei den ersten drei Würfen kriege, dann ist das Thema für mich am meisten schon gegessen. Wir werden sehen. Was habt ihr denn jetzt hier vor? Ja, wir müssen das ja mit den Ausschnitten. Das Ding ist, wir haben ja schon sehr lange keinen Fisch mehr gefangen, weil die Stelle läuft schon ewig nicht mehr. Ich weiß, dass hier Hecht und Zander möglich ist. Barsch wird schwierig, aber ich werde es probieren. Da wir hier jetzt eine stärkere Strömung haben als sonst, legen wir gleich erstmal einen Stint aus, in der Hoffnung, dass der Stint das Aroma weitertreibt, damit der Fisch hierhin gelockt wird. Ja, also der Dominik wird jetzt versuchen, mit Fireball noch einen Vertikalhecht oder Zander mit einem kleinen Hut zu jagen. Ich werde per Dropshot versuchen, einen Barsch zu kriegen. Und natürlich legen wir beide eine Köfi-Route aus. Er wieder mit einem alten Köfi, wie er hatte. Ja. Und ich mit einem Stint wieder. No risk, no fun. Das ist unser Motto jetzt. Und ich denke, das hier könnte klappen. Was. Hier geht was. Hier geht, denke ich, was. Also ist jetzt unsere Chance. Wer ist an? Wetter, Sonne gerade perfekt. Ich denke, es wird jetzt gleich knallen. Und dann machen wir die jetzt endlich fertig. Halbzeit ist angesagt. 2 Stunden haben die Mabenbadner rumgebracht. Und ich muss gestehen, sie haben es nicht schlecht gemacht, denn am Ende haben wir beide Fische, die in eine Wertung gekommen sind, an einem Spot gefangen, der nicht vorgesehen war, sondern einfach auf dem Weg lag. Ja, ich hatte ein gutes Bauchgefühl, Dominik auch. Wir haben gesagt, die Brücke, die muss es sein. Wir hatten wirklich ein klares Ziel. Also unser Ziel war es, tatsächlich einen Hechter zu fangen. Hat geklappt. Dome schmeißt dem Ding natürlich direkt vors Maul, so wie er uns die ganze Zeit die Kekse vors Maul schmeißt. Keks? Dennis ist das natürlich ein bisschen auf den Keks gegangen, das Ganze. Wieso? Ich habe als erstes Barsch gehabt, also war ich ja schon mal blide. Tatsächlich war es eine gute Wahl. Ich bin jetzt mal gespannt, was Dennis macht. Wir haben ja in unserem Video, sagen wir ja schon ein bisschen voraus, was wir vermuten. Ich gehe davon aus, dass er sowas Ähnliches auch machen wird, aber mal gucken. Ich glaube, die beiden liegen gar nicht verkehrt. Wir fahren nämlich jetzt an die Eichsel. Nein! Oh, Alter, Keksbubi, ey! Gut, ja, wir führen 66 zu 44, Zwischenstand. Fast, 43,2. Klappe zu. Jetzt bin ich gespannt, was Dennis jetzt zu liefern hat und Sebastian. Und jetzt werden Fische gefangen. Waffel? Die ganze Zeit im Auto macht er schon Waffel, Keks. Waffel? Waffel? Ja. Mann! 3, 2, 1, los! Suchen wird. Ging aber nichts, war zu viel Strömung. Deswegen denken wir, war er schnell genervt und wir fahren jetzt weiter. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er wird wirklich Strecke machen
oder wir fahren jetzt einen Wehr nach dem anderen ab. Und wenn wir die Wehre abfahren, dann wird er ganz klar auf Barsch gehen, haben wir gesehen. Dropshot-Routen, ein bisschen vertikal. Dann ist es natürlich gefährlich für uns. Da ist ein 41er Barsch, ist schon... Ja, der wird uns zerstören. Der wird uns erstmal zurückwerfen, aber wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal gleich noch einen Fisch, damit wir uns ein bisschen sicherer fühlen. Nur die Schnur weg. Junge. Müssen wir haben. Alter, jetzt bin ich nervös. Ganz gut. Alter. Oh. Alter. Er ist, ey, das ist der. Jetzt das Duell. Ja. Bring es diesmal zu Ende. Bitte. Oh. Nee. Aber ist kein schlechter. Yeah. Sauber. Yes! Was geht denn? Oh, wow. Wow. Oh mein Gott! Alter, habe ich abgemetert? Sicher? Guck dir mal an, wie der aussieht. Das gibt Punkte. Meter 3, ne? Ja, das. Meter 3. Ich sage, es ist ein Meter 3. Ich fing gerade an, richtig scheiß Gefühl zu haben. Ich wollte gerade weg. Und dann meter ich zweimal hintereinander ab. Letzte Woche und diese Woche. Und das an so einem kleinen Muschigraben. Ist das geil. Petri, Meter? Danke, Meter 3. Sauber. Geil. Jetzt freue ich mich auch für dich. Für Meter kann man sich auch mal freuen. Auch wenn das nicht gut für uns beide ist. Sauber. Das ist das zweite Mal hintereinander. Ja, auf diesen schönen Stint hat er gute gebissen. Und das Schöne war, wir haben uns natürlich beeilt, anzuschlagen. Keiner der Drillinge hing im Maul, als wir die rausholen wollten, sondern der lag einfach nur im Maul rum. Ich weiß nicht, warum der Fisch hing oder hängen geblieben ist oder ob er sich dann nach dem Drill gelöst hat, aber wir konnten den richtig sicher lösen und ich bin mega glücklich, dass das schon wieder geklappt hat. Und ich hatte nur ein Scheißgefühl, weil wir so eine starke Strömung haben. Wahnsinn. Und so ein Fisch sieht man hier einmal in zwei Jahren an so einem Spot und jetzt haben wir in zwei Wochen zwei gehabt. Das erlebt man nicht alle Tage. Das war die Revanche von letztes Mal, als du den hier verloren hast. So, ob der einen Meter hat? Im Drill, ja, da habe ich das wohl gedacht. Aber als ich ihn gesehen habe, was ein Brocken, was ein geiler Fisch. Ich komme nicht gleich. Also, Stint gefällt nicht nur den Hechten, sondern auch den Krebsen. Also momentan, das ist unnormal. Die haben wir auf Dropshot, auf, wie heißt das? Boah, ist das kapitaler. Der schmeckt bestimmt. Die sind lecker, ja. Die haben wir momentan auf Dropshot, auf Gummifisch und ganz oft auf Köderfisch gefangen. Hier. Oh! Oh, Alter, was macht ihr denn? Den hältst du? Ey, keine Chance. Quatsch jetzt. Der hat mich dann auch. Ja, also der hecht natürlich, klar, ich freue mich für Dennis, aber ja, der vermiest uns echt die Laune. Ja. Weil jetzt sind wir natürlich richtig in Zugzwang. Erstmal Wurst essen. Und Dominik isst erstmal eine Wurst. Ich trinke jetzt gleich meinen Kaffee auf. Und dann geben wir Vollgas, weil wir haben jetzt nur die Möglichkeit, entweder mit zwei Barschen wieder schnell gleichzuziehen oder halt ein Hecht über 80. Wir werden beides probieren, aber wir geben definitiv nicht auf. Wir haben noch anderthalb Stunden fast. Eine Stunde 15, glaube ich, haben wir noch. Wir geben jetzt Vollgas und versuchen jetzt an deren Stelle die Hechte zu holen, die die haben wollen. Also für uns heißt es jetzt richtig Knallgas geben, weil sonst sieht es schlecht für uns aus. Thank you.
das oder nichts. Letzte Stelle. Letzte Chance, ja. Schaffen wir das? Schaffen wir das nicht? Nein, schaffen ihr das? Schwierig, schwierig, ganz schwierig. Weil du musst hier jetzt innerhalb von 25 Minuten die auch erstmal ein bisschen angeln. Das heißt, du musst jetzt erstmal absuchen, wo sitzt hier der Fisch und wo sitzt der Fisch nicht. Das ist halt das Schwierige. Deswegen Pike Collector habe ich drauf. Wenn du was beißt, dann auch was Richtiges, ne? Dann hoffen wir was Richtiges. Ganz knapp, aber der bringt seinen Punkt. Gerade so. 25. Nochmal eben. Ein paar Punkte dazu. Und hast du dir jetzt damit deinen Sieg gesichert? Was glaubst du? Ich glaube, dass der Metafisch da eher schuld war. Timo, hier gibt's Barsch. Kommst du? Ganz schwer. 25, das heißt, ich muss mindestens jetzt zwei Stück rauspulen. Um wieder auszugleichen. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Das tut mir leid, Timo. Schande! Schande! Hast du ein Loch drin? Nein! Das ist so gut! So geil! Mach mal aus, wenn ich gut. Ich hab nicht mal einen Schlüssel! Ja, Schande! 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 Lass es da jetzt hier rein. Stopp, wir sind noch nicht so weit. Braucht ihr nicht einen Korb? Nix. Könnt ihr mal warten, Dennis will noch Wein. Ja, das war unser Battle. Schön, dass Dennis uns eingeladen hat. Naja, weniger schön. Dominik hat sein Bestes gegeben. Ah, ja. Ich habe leider heute, muss ich ehrlich zugeben, auf voller Linie enttäuscht. Kein Wertungsfisch, ist natürlich immer schade. Ja, Dennis, vielleicht deine letzten Worte. Ich finde, ihr habt euch aber sehr gut geschlagen, weil es eigentlich spannend bis zum Ende gewesen ist. Vor allen Dingen zum Schluss hattest du auch noch Barsche dran. Wären die rausgekommen, wäre das noch eine knappe Nummer geworden. Für mich war es natürlich ganz klar ein genialer Tag, aber viel besser wäre geworden, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass wir alle gefangen hätten oder alle Wertungsfische gefangen hätten und keine Schneider dabei gehabt hätten und das Ganze noch ein bisschen mehr Biss gehabt hat. Aber ich glaube, das ist eine ganz geile Folge gewesen und die beiden haben schon Revanche angekündigt. Definitiv. Und dann werden wir sehen, falls wir verlieren, ob wir dann auch so rumdrucksen bei dem Verlieren. Wir haben alles gemacht, was wir machen mussten. Ja. Aber sie haben es am Ende durchgezogen, das fand ich richtig klasse. Es war eine geile Folge. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß mit der Folge gehabt wie wir. Und wir sehen uns beim nächsten Battle. Tschüss. Ciao. Ciao.